So, willkommen wieder hier zurück nach unserem schweren Autounfall. Aber davon lassen wir uns natürlich nicht abschrecken, sondern fahren einfach wie ein Geisteskranker mal einfach jetzt los. Gut, das erfordert dann auch einen neuen Satz Reifen. Ja. Was ich gerade sagen wollte, jetzt fällt es mir, glaube ich, langsam wieder ein. Und zwar, da hatte ich eine Idee gehabt. Was ist das denn hier? Fahr ich mal rum. Nee, nix rumfahren. Hier ist ja alles dicht. Ach Mensch. Mache ich mir so eine Mühe? Und dann kommt da nichts. Bah! Und kommt da nichts bei rum. Ich muss ja aufpassen. Ich habe ja keinen Rückwärtsgang momentan. Deswegen muss ich ja so ein bisschen aufpassen immer. Und zwar wegen dem 2500 Abonnenten-Special hatten da einige Leute schon eine Idee. Und die Idee fand ich auch nicht schlecht. Und es ist eine sehr, ja, waghalsige Idee. Also zumindest für meine Nerven, aber das, ich bleibe einfach mal gespannt, was passieren wird. Ich möchte ja nicht so viel von verraten, sonst ist das zu schnell ersichtlich, was ich meine, aber ich würd sowas sonst eigentlich eher selten spielen. Und was macht der denn hier? Ist das hier ein Objekt nur, oder? Ach ja, ich glaube ja. Kann man da mit dem Auto drauf? Nee, das ist ein Schild davor. Und da kann man irgendwie. Was wollte ich gerade sagen? Ach so, und dann. Ach so, genau. Das wird meine Nerven sehr, beanspruchen. Ich weiß noch nicht, ob ich das durchhalte, weil ich habe mir da mal so ein paar kleine Szenen angeguckt zu diesem Ding, was ich da so im Schilde führe momentan. Und ja, wie soll ich das sagen? Das ist, wird eine Herausforderung für mich sein, der ich mich aber dennoch gerne stellen würde. Ganz einfach, weil erstmal was anderes ist. Ja gut, für mich psychisch eine reine Qual. Für euch wahrscheinlich Unterhaltung, aber genau das ist ja, denke ich mal, das, was gewünscht ist, mich hier irgendwie in Wahnsinn zu treiben und der Rest lacht. Immer zum Affen machen, das ist immer wichtig. Ne? Ich meine, das ist ja hier das Konzept der ganzen Videos inzwischen geworden. Dass sich irgendwie hier im Spiel jedes Mal alles so dreht, dass ich wieder der Doof bin, ja? Da baue ich einen Unfall, da fährt der andere mir rein. Ja, und irgendwie fühle ich mich doch mal schuldig, ja? Also. Also, ich kann mir wirklich in den letzten, also alles aus den letzten Jahren da vorwerfen. Aber das wollt ihr alles gar nicht zusammengefasst haben. Sonst wären wir ja noch morgen hier. Ja, aber da habe ich so wirklich eine, momentan so eine Idee und eine Vorstellung. Und ich bin mal gespannt, ob ich das aushalte. Also das ist schon sehr, sehr, sehr. Wie soll man das sagen? Das ist sehr extrem. Und bei weitem nicht so sanft wie das Auffahren hier gerade. So, ich muss ja erstmal warten, bis der Honk hier fertig ist mit seinem. Hallo. Bis der fertig ist mit seiner Trauer um die Delle hinten. Warehouse Spaces to let. Was hat der denn auf dem Boden? Das sind Blumen. Sah aus wie so ein Schacht von einer Tiefgarage. Ja, die darf ich nicht reinfahren, oder? Also ich bin jetzt auf jeden Fall vorbeigefahren. Und vermute daher nicht. So. Genau, dann müssen wir mal gucken. Hier Sauna. Der klingt gut. Fahren wir mal rechts. Das ist eine Sauna. Ich bleibe natürlich gespannt. Ach, hier ist wieder hier diese nicht funktionierende Ampel. Da, wie
wie ich das liebe, du. Immer diese Ampeln, die keinen Bock mehr haben. Aber ist halt so, ne? Was bauen die denn hier? Wolkenkratzer? House Complete Renovation. Ja gut, das sieht aus wie, eine, wie ein Neubau, du. Von dem Ausmaß. Huh. Warte mal. Sag mal, was ist denn hier heute los? Die sind ja irgendwie heute alle ein bisschen bekloppt im Kopf. Ja gut, ich bin ja sowieso mal ein bisschen, aber ich meine, so extrem ist ja zugegebenermaßen auch nicht. Muss ich nochmal links fahren. Was war denn da gerade? Ach, hier die Ampel mal wieder einfach. Ja, außer Betrieb mal wieder. Also, nur so wie immer. So, ich hoffe, ich stehe hier halbwegs gut. Ja. Hier wird schon nichts blockiert. Du, hier scheint es so, als ob der... als ob die Bremse so einen kleinen Fehler hat, dass die trotzdem immer so ein bisschen flackert. Auch wenn ich gar nicht auf die Bremse trete, aber ich muss es mal im Auge behalten. Und auch das Gaspedal. Hm. Wahrscheinlich ist das so fein dargestellt da oben mit der Drehzahl, dass das kaum anders möglich ist oder so. Sonst wie schießt mich tot oder so. Ja. Ich ahne gerade wieder Böses. Das hier nämlich... Nee, doch nicht. Ich ahne gar nichts. Doch. Ich sollte recht haben. Das nämlich... Ja, vielen Dank fürs Durchlassen. Das nämlich hier die Abfahrspur, also wo wir jetzt ja gerade abgebogen sind, durch all die... Hier noch vorbeigefahren, ich Depp. Ah! Ist eine Einbahnstraße, aber sag bitte keinem weiter, dass ich jetzt hier schnell drehe. Sieht uns keiner. Mensch, schnell Kennzeichen zuhalten und schnell hier wups rein. Ach Gott, komm jetzt. Gib mal ein bisschen Gas, du Altes. Ach Mann. Immer ein bisschen zurückrollen erstmal, ja? So. So, jetzt links. Oh mein Gott. Boah. Also ich muss ehrlich sagen, du, hier musst du einiges auf dem Kasten haben, du. Also hier, um bei Citycar Driving hier mitmachen zu können. So, was wollen wir? Ja komm, ein Parkhaus, das klingt doch mal cool. Wahrscheinlich wieder die Herausforderung des Jahr. Was war das denn da gerade für ein Eingang? Hä? Was war das denn? Hoffentlich kommen wir hier drehen auf dem kleinen Stück. Nein! Nee, ne? Komm. Nein. Nein. Wie kann ich denn jetzt hier diesen Kack-Rückwärtsgang einlegen? Verdammte. Verdammte Sensemensch. Warte mal kurz. Rückwärtsgang, was steht hier? Pass auf. Nächster Gang mit W und S. Da mache ich das mit... Ah, genau. Kann ich mit W und S das auch hier umlegen. Ich lege hier Leute um. Die Gänge. Was soll das denn jetzt? Was ist das denn für ein billiger Trick? Oh Mann. Mensch, den Blick habe den Trick habe sogar ich verstanden. Das ist ja hier nur noch das Untergeschoss. Mann, wo ist denn hier der Gag? Komm, wir wollen nochmal ein bisschen hoch. Hoch hinaus in die Welt. Ne, wir wollen denn hier unten bleiben. Wir sind ja vom Niveau sowieso 7. Etage. Ja gut, eigentlich Keller, aber den gibt's ja hier nicht. So. Jetzt sagen wir, fahren wirklich bis so spitz. Boah, Mensch, da wird mir langsam schlecht, wenn ich das sehe. Uah. Ist mir schon oben, oder geht's noch höher? Ne. Ja, wir sind jetzt an der Spitze. Also das ist wirklich der Gipfel jetzt hier, ne? Also kaum zu glauben. Und... Ich bin auch nicht blöd und zeige euch mal, wie man rückwärts einparkt. Oh, war ja. Ja, nur leider geht gerade meine Gangschaltung nicht mehr. Weshalb das wohl leider ins Wasser fallen wird. Wäre so schade. Hallo. Nee, die Gangschaltung will nicht mehr. Ich verspreche euch aber, ich werde das ein anderes Mal machen, wenn diese blöde Schaltung hier mal wieder geht. Ah!
Zu diesem Einparken sage ich mal erstmal nichts. Also, es ist besser, wenn man das erstmal unkommentiert lässt. Gut, Gang noch drin gehabt und Motor aus und. Ach, weißt du. Ich würde sagen, das reicht erstmal. Ich glaube, wir brauchen jetzt ein neues Auto. Was ist das denn da oben für Zeichen auf dem Dach? Das ist ein tolles Logo. Aber gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, bis zum nächsten Mal.